Liebe Angehörige der FAU, liebe Studierende, meine sehr verehrten Damen und Herren, Pandemien sind ein Begleiter der Menschheit und verbreiten seit Tausenden von Jahren Angst und Schrecken. Was wir aus der Corona-Pandemie für unsere Zukunft lernen können, darüber spreche ich mit meinem Kollegen Professor Dr. Karl-Heinz Leven, der an unserer FAU den Lehrstuhl für Geschichte der Medizin leitet. Lieber Herr Leven, herzlich willkommen. Wie geht es Ihnen? Danke, Herr Präsident, sehr gut. Prima. Sie beschäftigen sich, soweit ich das weiß, seit mehr als 30 Jahren mit solchen. Sie haben sogar über dieses Thema sich habilitiert. Wie blicken Sie als Medizinhistoriker auf die Corona-Pandemie, mit der wir uns derzeit auseinandersetzen müssen? Ja, nun, Sie haben völlig recht. Also für den Seuchenhistoriker ist das jetzt ein ganz besonderer Moment. Einerseits meine langjährige Beschäftigung mit dem Thema. Und es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt mit Corona die erste aktuelle Seuche haben. Aber eine Pandemie diesen Ausmaßes, da muss man schon sehr weit in die Geschichte zurückgehen, um da eine Parallele zu finden. Insofern ist das für den Seuchenhistoriker ganz nüchtern betrachtet, also sachlich ausgedrückt, eine sehr interessante Erscheinung. Und ich meine, Pandemien gab es früher auch schon. Was können wir denn aus der Vergangenheit lernen? Nun, die historische Betrachtung hat immer den Charakter eines Vergleichens. Also wir leben in einer Gegenwart und schauen in die Vergangenheit. Und das, was uns in der Vergangenheit interessiert, anspricht, uns aktuell vorkommt, das ist Geschichte. Jetzt haben wir also das Phänomen einer weltweit sich verbreitenden Krankheit, die auch einigermaßen gefährlich ist. Und nun schauen wir, gibt es denn vergleichbare Phänomene in der Vergangenheit und stellen fest, in der Tat, wir haben eine Vielzahl, und Sie haben das auch einleitend erwähnt, wir haben eine Vielzahl von Seuchen, auch teilweise pandemischen Geschehnissen in der Geschichte und können nun schauen, was ist denn heute anders? Es gibt große Unterschiede, aber was ist auch gleich geblieben? Mhm. Es gibt nämlich sehr viele Phänomene, die in den Seuchen immer wiederkehren. Das ist sehr auffällig. Sie sagen, das gab es früher auch häufiger. Pandemien, und das erfahren wir ja jetzt erstmals, haben natürlich auch eine Wirkung auf unsere Gesellschaft, auf unser Zusammenleben. Wir sehen auch, heute wurde berichtet, die deutsche Wirtschaft ist um über 10% eingebrochen. Was macht denn die Pandemie mit den Menschen und vor allem mit den Menschen und deren Verhältnis zueinander? Nun, so eine von außen, meistens ist es ein Phänomen, was von außen kommt, eine Seuche, beziehungsweise sie wird oft so verstanden. Also ein fremdes, ein bedrohliches Geschehen kommt von außen. Und nun kommt es darauf an, wie erklärt denn die jeweils herrschende Zeit, die Wissenschaft, die Gesellschaft und andere Bereiche, wie erklären die so ein Geschehen, nicht? Wir haben heute ein naturwissenschaftliches Paradigma, also ein Erklärungsmuster. Für uns ist die Seuche ein virologisches Geschehen, ein Erreger, den kennen wir sogar, den haben wir identifiziert, auch genetisch analysiert. Der ist also bei uns jetzt hier tätig und weltweit. Und wie haben denn frühere Gesellschaften so ein Geschehen interpretiert, ohne zu wissen, dass etwa eine Mikrobe im Spiel ist, nicht? Da kommen dann deutliche Unterschiede zutage, weil das medizinische Wissen in der Vormoderne ganz anders war. Es ergibt aber auch, es gibt auch Parallelen in der Reaktionsweise der Gesellschaften, denn für die Gesellschaft ist es vergleichsweise im täglichen Leben, vergleichsweise sage ich einmal, nicht so wichtig, ob man weiß, dass das jetzt ein Virus XY ist oder dass man denkt, es ist ein Gift, was an irgendwelchen Sachen haftet. Das war nämlich zum Beispiel eine Erklärungsweise für frühere Pestepidemien, etwa im Mittelalter. Die Reaktionsformen können dann nämlich sehr ähnlich sein. Sie haben zwei Punkte angesprochen, die ich gerne etwas vertiefen möchte. Das eine ist das Wissen über das Virus. Also bis zur Genanalyse haben wir da sehr viel jetzt auch schon verstanden. Und das zweite ist das, wie gehen wir mit der Situation der Pandemie um? Und das Thema Verschwörungstheorien kommt da natürlich auch auf. Lassen Sie mich beginnen mit dem medizinischen Aspekt. Wir leben ja heute in einer hochtechnisierten Welt. Die Medizin hat eine Leistungsfähigkeit, wie wir es uns vielleicht vor 20, 30 Jahren auch gar noch nicht vorstellen konnten. Wir können das Virus analysieren, wir können das chemisch, biochemisch beschreiben, charakterisieren, wir können das Krankheitsbild, das das Virus generiert, zusammenfassen. Trotzdem spürt man eine gewisse Machtlosigkeit der Medizin. Wir hoffen alle auf einen Impfstoff. Wir wissen, im Moment gibt es keine Heilung bzw. keinen Schutz vor diesem Virus. Wie gehen wir denn
oder wir Menschen, wie gehen wir denn mit dieser sehr speziellen Situation um? Ja, das ist gut, diese Herausforderung einmal zu benennen. Denn oft ist es so gewesen, dass Pandemien die Medizin in einem Stadium erwischen, sage ich einmal, dass sie genau auf diese Bedrohung nicht adäquat reagieren kann. Wir würden ja erwarten, wie Sie richtig sagen, dass wir mit diesem Krankheitserreger jetzt schnell fertig werden. Das Gegenteil ist der Fall. Wir können seine Ausbreitung nicht stoppen. Wir können sie etwas eindämmen durch Maßnahmen, die der frühen Neuzeit entstammen. Also die Eindämmungsmaßnahmen sind ja vormodern. Die Kontaktsperre, auch die Abstandsregel, nicht? Das sind ja vormoderne Reaktionsformen. Noch einmal zurück zur Medizin. Sie hat im Augenblick kein Therapeutikum und sie hat kein Prophylaktikum, keine Impfung und keine Therapie. An beiden wird gearbeitet, nicht? Und das ist ein sehr wichtiger Moment. Jetzt greift man auf Reaktionsformen zurück, die sich in der Geschichte, und da sehen wir auch übrigens, weil Sie auch gefragt haben, was lernen wir aus der Geschichte? Europa, sage ich da gerne, gut, dieses Wort mal zu verwenden, Europa hat in der Geschichte aus der Pest gelernt, seit dem 14. Jahrhundert. Also die Reaktionsformen Europas, da gab es Amerika noch gar nicht, die Reaktionsformen Europas zeigen einen fortwährenden Lernprozess in der Auseinandersetzung mit solchen Bedrohungen. Da gehört die Quarantäne dazu, die Absperrung und gewisse andere Maßnahmen, die auf einem vergleichsweise einfachen Niveau sehr wirksam sind. Das beobachten wir ja. In der Tat. Dass die sehr wirksam waren und wir hoffen, dass sie auch weiterhin wirksam bleiben, bis wir dann den notwendigen Impfstoff zur Verfügung haben. Ja, wobei das mit dem Impfstoff, ich war anfänglich auch der Meinung, dass wir den in wenigen Monaten haben. Inzwischen bin ich ein wenig skeptischer, weil doch medizinisch das etwas komplizierter ist als ein Grippeimpfstoff. Und man muss da Geduld haben. Also ich rechne jetzt eher doch mit einem mittleren bis längeren Zeitraum, bis eine Impfung verfügbar ist, die tatsächlich auch als Prophylaktikum wirken kann. Nicht darauf muss man sich einrichten. Das führt zu der Folgerung, was auch Virologen sagen, wir müssen mit dem Virus leben. Das ist also eine Aufgabe. Wir können das nicht uns vorstellen, wir eliminieren das in kurzfristig und sind dann wieder in einer alten Normalität. Wir sind schon jetzt in einer neuen Normalität und daran müssen wir uns gewöhnen. Gewöhnen müssen wir uns auch an die Verschwörungstheorien und an die Besonderheit, dass das Internet heute auch besonderes Medium ist, um Verschwörungstheorien schnell zu verbreiten und auch zu diskutieren. Sind wir denn in Krisenzeiten besonders anfällig für diese Art von Verschwörungstheorien, die im Moment kursieren? Ja, nun muss man sehen, so eine Krise, und das kann auch ein Erdbeben sein, ein Komet am Himmel, in diesem Fall ist es eine Pandemie. Sowas ruft auch Angst hervor, Unsicherheit. Man möchte das irgendwie begreiflich machen und auch begreifbar. Und viele dieser Verschwörungstheorien füllen so eine Lücke aus, die in der Neuzeit, in unserer Gegenwart entstanden ist, dadurch, dass wir, sagen wir mal, metaphysische Erklärungen kaum noch annehmen. Also denken Sie an die Rolle der Religion. Wer würde heute zum Beispiel sagen, Corona ist die Strafe für die sündige Menschheit? Mhm. Es mag kleine Gruppen geben, die das sagen, aber das ist keine Erklärungsform, die in der Gesellschaft tief verankert ist. Aber man muss eben auch sehen, mit dieser Erklärung wäre ein Sinn gestiftet. Dann wüssten wir wenigstens, warum wir Corona haben, wenn es eine Strafe für Sünde ist oder eine Prüfung der Gläubigen. Aber das glaubt fast niemand. Aber in diese Lücke treten dann andere Erklärungen ein. Die sagen dann, irgendeine Organisation oder ein besonders reicher Mensch, der auch in sich mit Computern auskennt, hat uns diese Seuche an den Hals geworfen. Oder wer auch immer. Und damit ist dann aber auch etwas erklärt, eine Art Sinn gestiftet. Dann weiß man, der ist schuld. Weil darum geht es in solchen Seuchen auch immer. Wer ist schuld? Man will moralisch urteilen. Es reicht nicht alleine, die Fakten festzustellen. Wie der Historiker ist damit schon sehr zufrieden und hat auch viel damit zu tun. Ja, ist so viel zu tun, das alles überhaupt mehr wahrzunehmen, zu beschreiben und dann erst zu erklären. Viele Menschen sind damit zufrieden, eine kurzfristige Wahrnehmung von Phänomenen und gleich zu sagen, der ist schuld, die sind schuld. Ja, das erfüllt ein Bedürfnis und das hat nichts mit Information zu tun, sondern mit Kommunikation. Und Kommunikation ist eben alles, was mitgeteilt wird, aber Information ist was anderes. Wir sehen das ja auch bei verschiedenen Politikern, die ja auch Schuldzuweisungen treffen. Und wir sehen ja auch, wenn ich das vielleicht kurz noch hinterfragen darf, dass die Politiker besonders zurzeit gefordert sind in der Führung ihres Landes, in den Vorgaben, was Hygienerichtlinien, Hygienevorschriften angeht. Wir beobachten aber auch den Rückzug des Individuums und den Ruf nach dem starken Staat, der wird sich schon kümmern.
Das ist etwas, was mich persönlich derzeit etwas beunruhigt, sage ich mal, dass man sich auf die Entscheidungen der Politik verlässt und individuelle Verantwortung nicht unbedingt selbstverständlich ist. War das in der Geschichte auch häufiger so? Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Man kann etwas einfach ausgedrückt sagen, die Pest, also wir leben ja in einer Pestzeit jetzt, einer Seuchensituation, die Pest ist die Stunde der Exekutive, also Staat, Politik, und sie braucht ein Instrument, und das ist die Polizei. Also man kann schon sagen, die Mittel der frühen Neuzeit, die auch heute dasjenige sind, mit dem man die Seuche eindämmt, das sind die Stärken der Exekutive. Das ist genau das, was Sie sagen, ja? Und vielen Leuten ist das auch ganz recht, denn diese Politik ist ja recht erfolgreich, das muss man sehen. Mhm. Nicht? Also sie beruht aber auch auf der Anwendung von Zwangsmitteln, also auf der Aussetzung von Grundrechten, und darüber muss man auch kritisch nachdenken. Das tun manche auch, und das ist auch angebracht, nicht? Man muss da sehr offen drüber reden, also Pluralität ist da ganz wichtig, nicht? Also die Exekutive hat im Augenblick die Macht an sich gezogen, sie übt sie aus zum Wohle der Gesamtheit, aber es ist ein Konzentrationsprozess. Das ist ein Phänomen, das wir in der gesamten Seuchengeschichte beobachten können. Das ist sehr interessant. Erlauben Sie mir eine Frage zum Abschluss, die vielleicht untypisch für eine Frage an einen Historiker ist. Wir werfen mal nicht den Blick zurück, sondern den Blick nach vorne. Was glauben Sie, was zukünftig in den Geschichtsbüchern über die Corona-Pandemie stehen wird? Ja, gut, dass Sie noch 2 Stunden Zeit haben, Herr Präsident, und dann kann ich kurz antworten. Also, Sie haben schon sehr schön darauf angespielt, dass der Historiker mit einer Sache ein kleines Problem hat, das ist die Zukunft. Ja, aber Scherz beiseite, es wird so sein, oder fange ich anders an, ich hatte anfänglich, als diese Pandemie nach dem 30. Januar auch offiziell erklärt war, eher den Eindruck, dass es so eine Art Markstein ist in der Geschichte dieses Jahres. Und mit der zunehmenden Dauer auch der pandemischen Situation habe ich jetzt doch eher den Eindruck, auch mit den gewaltigen, noch gar nicht absehbaren Folgen in der Wirtschaft, im Sozialen, auch im Zusammenleben der Menschen, Ansteckungsangst als Paradigma, Hygiene, Gesundheit als eigentlich wichtigster Wert, auch dieses biologische Kriterium, dass man im Grunde den Menschen jetzt reduziert auf das biologische Kriterium Ansteckung, Ansteckungsverdacht oder nicht. Nicht, das ist eine Regression, die man da beobachten kann, die muss man ernst nehmen. Also wir sind jetzt im Augenblick in einem ganz bestimmten Paradigma, und das ist schon eine gewisse Zeitenwende. Und deshalb wird man wahrscheinlich von einer Zeit vor Corona und einer Zeit nach Corona sprechen. Aber wir sind in der Gegenwart noch in der Zeit mit Corona. Und das wird noch eine ganze Weile so dauern. Ich hoffe mal das Beste für uns alle. Vielen Dank, Herr Kollege Lewin, für das sehr aufschlussreiche Gespräch. Sehr gerne, Herr Präsident. Dankeschön.